Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du mich gefunden hast. Mein Name ist Lola Jasmina und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen YouTube-Video. Heute ist das Zebra-Trashy bei mir angekommen und schauen wir mal, was ich mir da heute so Schönes rausnehme. Ob ich etwas finde oder nicht, das ist jedes Mal verschieden. Dann würde ich sagen, schauen wir gemeinsam rein. Bevor ich anfange, gleich in der Tür ins Haus zu fallen, möchte ich euch ein paar Neuigkeiten sagen. Und zwar haben wir einen frischen Wind in der Gruppe, und zwar die liebe Anne macht jetzt mit dieser Runde quasi mit. Sie steigt dann jetzt quasi mit. Wir wollten am Anfang noch keine neue nehmen, wie die Birgit rausgegangen ist. Wir haben gedacht, lassen wir es lieber, bis das Fichtelgeschenk ist. Aber das wäre zu lange gewesen, weil bis die Wichtel wieder durch ist und bis die neue Runde haben wir dann schon wieder März, April. Und deswegen haben wir eine neue in der Gruppe, das ist die liebe Anne. Und ich sehe gerade hier, mein Wichtelgeschenk ist schon gekommen. Dankeschön, das wird jetzt in den nächsten paar Tagen auf Instagram, werden wir alle unsere Wichtelgeschenke zeigen. Also ich glaube, ich war jetzt die Letzte, die das Wichtelgeschenk noch nicht bekommen hat. Und ich werde aber schauen, dass ich mein Wichtelgeschenk auf Instagram zeige und auf YouTube. Somit könnt ihr auch sehen, was ich bekommen habe. Ich werde aber so ein Short machen. Genau. Und ich habe hier noch etwas. Hier steht für Lola. Ja, ich mache das jetzt einmal ganz schnell auf. Ich schätze mal, vielleicht ist das mein Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk. Ich weiß. Barbie. Oh mein Gott, ist das süß. Barbie, das kenne ich ja überhaupt nicht. Schaut mal her, wie süß das ist. Das ist ein Lippenstift, ein Lipgloss und ein Lipliner. Wow, das ist aber wirklich schön. Ganz, ganz herzlichen Dank. Super. Und zwar schauen wir mal, wer mir das geschenkt hat. Alles Liebe zum Geburtstag, Bussi Stefanina. Danke, meine Liebe. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Also super. Die Farbe perfekt. Na, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich heute den Lippenstift nicht oben gehabt. Na, wirklich wunderschön. Dankeschön, lieber Stefanie. Sie hat mir etwas zu meinem Geburtstag geschickt. Ja, also ab und zu schenken wir uns immer so kleine Aufmerksamkeiten. Und ja, da freut sich immer jemand. Danke, dass du mich gedacht hast. Ich habe mich sehr gefreut. Und Barbie, I love it. Ja, ihr Lieben, ich habe gesehen, wir haben noch ein paar Zetteln da. Ich werde wieder alle Stickers und Kuverte befüllen. Eben, ich würde sagen, wir legen mal los und schauen mal, was wir alles so Schönes heute finden. Alles, was ich finde, lege ich mir wieder auf die Box. Also zum Beispiel, jetzt habe ich hier die Johnstra. Alles, was mir gefällt, lege ich auf die Box. Und Ende des Videos schaue ich dann, ob ich es ersetzen kann. Und wenn ja, haben wir hier Kuverte. Das wird dann weggestrichen. Es wird geschrieben, wer es genommen hat. Und wir ersetzen das um den Wert. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los und dann legen wir mit die Goodies. Und dann legen wir zum Schluss, mache ich dann ein extra Video und zeige euch dann, was ich mir rausgenommen habe. Also wie jeder Teilnehmer das gerne machen möchte, kann er für sich selbst entscheiden, weil ich mir immer denke, jeder hat da so sein eigenes System. Und deswegen kann es sein, dass der eine das so macht, die andere so. Genau, also ich würde sagen, wir legen mal los und die erste Box ist die Johnstra. Johnstra hat zum Beispiel nur Instagram und wie letztes Mal hat eine in der Gruppe gesagt, da riecht es nach irgendeinem Parfum. Ja, also wir haben zuerst gedacht, dass irgendetwas ausgekippt ist, aber nein, es ist nichts ausgekippt, aber es hat einen irgendetwas oder hat die liebe Johanna ein bisschen drauf gesprüht, dass es gut riecht. Ich bin sehr aufgeregt, ich weiß auch nicht warum, aber naja, kann mal vorkommen. Das erste, was ich hier rausfische, ist Botox Plump Short. Ich schätze mal, das wird ein Lippenbalsam sein oder... das ist ein Lippenplump. Okay, das kenne ich. Das habe ich auch bei Essence. Das macht die Lippen halt ein bisschen plumpiger, größer. Und das werde ich mir mal anschauen. Schaut sehr interessant aus. Das lege ich mir jetzt schon mal auf die Seite. Dann haben wir hier von Basic Skin, das ist ein Face and Mask Brush. Davon habe ich jetzt selber drei, deswegen lasse ich das für die andere. Hier haben wir einen super tollen Mickey Mouse Bounce Blatt, der ist super gut, davon habe ich zwei und deswegen lasse ich das. Hier haben wir eine Palette, wo ich wirklich überlege, ob ich sie mir nehmen soll oder nicht, denn ich wollte sie mir kaufen, nur wegen diesem wunderschönen Smaragdgrün hier.
Sie ist noch ganz zu, ich lasse sie mal zu. Ich schaue mal, was sie dafür haben will. Und dann ja, schauen wir mal, ob ich sie ersetzen kann. Hier haben wir von Lotte London einen Augenbrauenstift. Ich glaube, dass ich dieses Mal passen werde. Sonst wäre ich eigentlich die Erste, die Augenbrauenstifte nimmt. Eben deswegen, ich habe mir jetzt vor kurzem die Microblending machen lassen, die Farbe. Und ja, ab und zu kann man noch Pomade draufgeben, aber ich bin jetzt mal zufrieden. Dann haben wir hier etwas, was ich selber noch zu Hause habe und ich habe gehört, dass das einige Mädels mögen. Ich werde mal in der Gruppe fragen, wer hätte Interesse. Ich glaube, ich hätte noch zwei solche. Ich glaube, Spülung und noch irgendetwas. Es ist von dieser Marke Pure 97 mit Lavendel und Pinnenbalsam. Wer hätte da Interesse, schreibt es mir gerne in die Gruppe, dann würde ich das gerne dazu legen. Dann haben wir hier etwas, was mir sehr gut gefällt, und zwar ist das ein Hydrospray, ein Gesichtspflegespray, und ich glaube, den werde ich mir rausnehmen, weil ihr wisst ja, ich mag das, wenn ich das Gesicht ab und zu befeuchte, und ich wollte mir das schon ein paar Mal kaufen und jetzt habe ich die Gelegenheit und ich schätze mal, dass ich mir das super gerne rausnehmen werde. Hier haben wir von Lotte London auch etwas, aber ich lasse das jetzt einmal, weil ich habe das. Und hier haben wir etwas von Revolution, ein Ultimate Pigment Base in Lila. Schaut auch sehr vielversprechend aus. Ihr wisst ja, ich liebe solche Farben. Das gebe ich mir auf den Vielleicht-Stapel. Ja, und den Rest werde ich euch dieses Mal nicht zeigen, weil ich mir denke, dass das dann für den einen oder den anderen dann später interessanter ist, wenn er auch die Box dann sieht. Und deswegen werde ich euch alle Kanäle unten in der Infobox setzen und ihr könnt dann gerne schauen, was die anderen sich rausnehmen, welche Produkte. Und deswegen ist das ja auch so spannend. Alle Teilnehmer verlinke ich euch. Die Johnstra hat nur Instagram. Die nächste Box ist die Stephanie-Box. So, hier haben wir einmal den oder das Kuvert, einen Watermint Rain. Den habe ich auch einmal gehabt, aber der war mir dann viel zu viel nach diesem Watermint und dann hat es mich dann doch irgendwie nicht so gefreut. Das ist dieses Coconut Hair Cream. Das habe ich von meiner Look Fantastic Box. Genauso wie den habe ich auch von der Box. Dann haben wir hier den Bronze Blush und den haben wir jetzt einmal in einer bräunlichen Farbe. Und den werde ich mir rausnehmen, weil den habe ich leider nicht mehr bekommen. Ja? Ich habe den bekommen von dem, was ich euch gezeigt habe, aber den habe ich nicht bekommen. Und da ich ja ein großer Essence- und Catrice-Sammler bin, nehme ich mir den super gerne raus von ihr, denn da habe ich eine Riesenfreude, weil ich sammle ja diese LEs. Seitdem ich YouTube angefangen habe, diese Ohrringe schauen sehr, sehr schön aus, nur weiß ich nicht. Ich habe nämlich ein bisschen so ein dickeres Ohrlappel und ich hatte letztes Mal auch so kleinere Ohrringe. Und ich habe mir so schwer getan beim Zumachen. Ich muss mal vergleichen, meine Ohrringe und diese. Aber ich schätze mal, vielleicht so für Kinder, für 10-, 11-Jährige, die so dünnere Ohren haben, kann ich mir das wirklich super gut vorstellen. Ich muss mal anschauen, wie meine sind, weil wenn das die gleichen sind von der Breite her, weiß ich nicht, ob ich mir sie rausnehmen kann. Hier haben wir von Elf ein Primer. Ach so, das ist so einer. Und der schaut aber interessant aus, weil ich habe sehr viel von Elf und ich liebe Elf. Und das ist nämlich ein Primer und ich schätze mal zu 80%, dass ich mir den super gerne rausnehme, denn ich wollte sowieso schon einmal ein Full Face machen mit Elf und da glaube ich, wäre das sicherlich interessant. Ich schau mal, was sie dafür will. Drück auf Pause. Massagepilz aus Jade. Genau, ich glaube, die Steffi hat ja auch die Look My Little Box. Ui, das ist aber auch sehr schön. Das ist wirklich sehr schön. Wenn ich nicht so viel Deko habe und selber nicht weiß mit diesem Deko, würde ich mir wirklich super gerne nehmen. Also richtig schön.
Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, weil ich habe schon so viel und ich weiß selber nicht mehr, wohin damit. Dann haben wir hier etwas, das Make-up 3 in 1. Das habe ich mir jetzt auch vor kurzem gekauft beim DM. Ich bin sehr gespannt, was die anderen dazu sagen. Auf jeden Fall habe ich meine noch ungeöffnet. Also Nivea ist eigentlich ein sehr gutes Produkt. Ich schaue noch was, ob ich euch was zeigen kann. Und hier haben wir von Revolution ein Crush Corrector Banana. Schaut auch sehr vielversprechend aus. Ich schaue mir mal an in einem Video die Farbe, weil ich habe von denen ein Bananapuder gehabt und da war ich so richtig gelbig, stichig. Das hat mir nicht gefallen. Ich schaue mal, ob ich das Video irgendwo finden kann. Und falls das irgendwie passen sollte, dann würde ich mir das auf jeden Fall nehmen. Hier haben wir von Lacura Nachtschwärmer Overnight Kapseln. Care-Ampullen, sorry. Und zwar wollte ich die mir auch beim Hofer kaufen, habe es dann wieder liegen gelassen. Ich schaue mal, was sie dafür will. Und wenn sie sagt, okay, sie will jetzt nicht so viel haben, dann würde ich sogar nehmen. Die anderen Produkte werde ich euch nicht zeigen, damit das dann für die nächste dann wieder mal entspannt, damit das für die nächste wieder mal interessant wird. Ja, genau, die Lidschattenpalette werde ich mir überlegen, weil ich wollte eh auch einmal von den Händen mal ein Fullface machen und dann werde ich mir das alles überlegen. Wunderschöne Sachen, Steffi. Ich habe mich für die zwei Sachen jetzt schon sehr gefreut. Vielleicht wird es sogar auch mehr. Mir kommt irgendwie vor, dass ich diese Tasche irgendwo gesehen habe und deswegen war ich mir jetzt nicht sicher. Aber die Steffi hat ja doch gewechselt, oder? Ja, ich merke mir das nicht. Die nächste Stoff ist die Benita. So, genau. Ich glaube, Benita hat ja auch nicht gewechselt, weil ich glaube, Benita war ja dann, ich glaube, die war im Urlaub. Genau, und deswegen sind hier ein paar Produkte drin, die schon letztes Mal waren. Die waren nämlich jetzt im Urlaub. Hier haben wir eine Bubble Sheet Mess. Die habe ich auch aus den Action. Dann haben wir hier einen Lippenstift von Love in einer matten Farbe 913. Das schaut sehr, sehr pinkmäßig aus. Telefonkabeln. Wie heißen die? Invisible Bubble. Bubble, Bubble. Ich mag die nicht, weil sich die oft so an meinen Haaren so ein bisschen so zusammentun. Hier haben wir etwas von einem Nagellack, der theoretisch und praktisch sehr guter Nagellack ist. Ich schaue mal, was sie dafür haben will. Und ja, und wenn sie jetzt nicht so viel haben will, dann werde ich sie gerne austauschen. Und wir haben hier von NYX Cosmetics auch so einen rosa, ja, rosa Flieder. Auch eine wunderschöne Farbe. Aber ich weiß nicht, ob mir diese Farbe so stehen würde. Werde ich mir dann zum Schluss überlegen. Eine Sonnenbrille schaut auch sehr, sehr edel aus. Ich habe mir letztes Jahr eine gekauft und deswegen lasse ich die jetzt einmal drinnen. Ich verpacke sie jetzt noch einmal schön, damit sie nicht kaputt geht. Und einen Blush, na, ein Catrice, einen Lidschatten, der ein bisschen schon kaputt gegangen ist, wie ihr sehen könnt. Genau, deswegen habe ich auch immer auch gesagt, wenn es möglich ist, dass man das vielleicht ein bisschen auch so ein bisschen mit so etwas könnte man das eventuell ein bisschen reingeben und ein bisschen noch befestigen. Das ist nur so ein Tipp, wer das machen will, gerne. Ich habe nämlich alle meine Blush und meine ganzen Paletten habe ich so in CC, so typisch CC, diese ganzen aufgepolsterten Folien oder in so etwas und dann kann man es noch einmal so ordentlich zugeben. Das ist auch nur so ein Tipp, weil die neue kommt ja jetzt, dass sie kann ja ihre Lidschattenpaletten noch einmal super gerne noch einmal so mal als Schutz, sage ich jetzt einmal, raufheben. Genau, eine riesengroße Box von der Benita. Jetzt kommen wir zu Renate und diese Box ist jetzt die neueste, gefüllteste Box und ihr merkt schon, da fällt schon alles raus. So, genau, hier haben wir von der Renate einmal ein aufgepolstertes Waschgel. Hier gefällt mir auch sehr gut die Tagescreme. Hier haben wir mal von Retinol Boost eine Tagescreme. Ich glaube, dass sie da irgendwann mal gesagt hat, dass es sehr gut ist und neutrogener. Da habe ich eine Serie, das Aqua Boost und Leute, das ist so gut, das
kam sogar in meine Favoriten. Hier haben wir einmal ein Deodorant, was ich auch selber besitze. Hier haben wir von Espa eine, das ist eine Detox-Gesichtsmaske, die ich auch habe, weil ich ja die My Little Box habe. Genau, hier haben wir einige Produkte. Hier haben wir etwas Dr. Susanne Schmierberger Drive Skin. Hier haben wir diesen Kokosspray. Ich schaue mal, was sie dafür haben will. Und wenn sie nicht viel dafür haben will, dann nehme ich mir den super gerne raus. Hier haben wir etwas von Hurricane Thermalwasser Moisturizing Lippenstift. Also ich schätze mal, das wird eine Pflege sein. Ich schaue mal, was sie dafür haben will. So, hier habe ich etwas Elisabeth Adrien, aber ich habe, aha, jetzt kenne ich mich aus. Die Kapseln waren hier drinnen von Elisabeth Adrien, deswegen sind die runtergefallen. Wir haben hier so zwei Kapseln von Elisabeth Adrien, finde ich nicht schlecht, einmal zum Testen. Ich schaue mal, was sie dafür haben will. Und hier haben wir etwas von Sacha Jun Styling Creme. Hier haben wir drei Kapseln und hier haben wir was von Neon. Ein Perfect Night Sleep Face Cream. Eine Creme. Ich weiß nicht, ob das der Renate auch gehört hat, weil das ist nämlich rausgefallen. Ich schätze mal, dass es von der Renate ist, weil die Box halt nicht so ganz zu gewesen ist. Ich schätze es einmal. Und deswegen, ja, ich schätze es einmal. Renate, bitte sag mir Bescheid, ob das von deiner Box war. Genau, also, genau. Bei der Renate haben mir auch einige Sachen sehr gut gefallen. Da schaue ich natürlich auch auf die Preise. Jetzt haben wir Pamela Beauty's Place. Genau. Die Box ist auch super toll gefüllt. Genau, hier haben wir wieder ihren Zettel. Und super auch. Das ist auch super, wenn man das mit einem Test noch einmal klebt, damit die ganze Box nicht so versaut wird. Hier haben wir von der Marke Cardi Orange Witterlich einen Sprungkraft Leuchtkraft. Das ist ein Elixier-Shampoo. Werde ich mir aber nicht rausnehmen, weil ich habe jetzt einige Shampoos in Anwendung. Dann das Banana Duschgel, das sagt mir auch was. Das habe ich mir auch letzten Sommer im Action gekauft. Dann haben wir hier ein großes Duschgel. Das ist auch sehr gut von der Marke. Das ist so mit Mandel. Ist sehr gut, habe ich selber und deswegen lasse ich das weiter wandern. Hier haben wir etwas Shea Butter, eine Handcreme, ein paar Nagellacke und wir haben hier, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Palette Blom Baby Blom von Essence, ist auch eine schöne Palette. Nur das Problem ist, ich mag diese kurzen Fändchen nicht so sehr, aber die Paletten, die zwei Farben sind wirklich sehr schön. Ich habe aber auch wirklich sehr viele und deswegen, vielleicht wird sich der ein oder andere auf jeden Fall freuen. Und hier haben wir mehrere Nagellacke, das schaue ich jetzt schnell einmal durch. Von Revol Loves Me Sunset, eine schöne Sommerfarbe, aber die Farbe habe ich jetzt eh auch von Essie. Von dieses Metalleffekt, das werde ich mir überlegen. Den habe ich mir schon ein paar Mal angeschaut. Dann einen kleinen von Trend It Up, Easy Speed. Und wir haben hier etwas von Essie, auch eine schöne Farbe. Aber ich weiß nicht, ich glaube, dass ich den sogar auch so einen ähnlichen gehabt habe in meinem letzten Adventskalender. Schaue ich einmal. Und wenn nicht, dann nehme ich ihn mir. Und wenn ich ihn haben sollte, dann lasse ich den drinnen für die anderen Mädels. Genau. So, das war jetzt einmal Cori Lady X Place. Eine wunderschöne Box mit den Stickers. Genau, Beauty X Place wird jetzt dieses Mal aussetzt, fährt in Urlaub. Genau, ich muss das jetzt runtergeben, weil die Sonne dann nicht mehr bei mir so richtig scheint. Genau, also liebe Anna, wir haben hier so ein Kuvert. Hier haben wir nämlich die Zettel und hier schreiben wir immer wieder. Also hier habe ich einmal eine Nagelfeile, die ich nicht schlecht finde. Hier haben wir etwas für die Haare. Das wollte ich auch schon mal testen. Das ist so ein dickeres, jetzt hätte ich gesagt Bämmerl oder so. Bämmerl, wir haben in der Hauptschule immer gesagt dickes Bämmerl.
Hier haben wir etwas, was ich auch interessant finde von Revolution, ein Mintpigment. Ich schaue mir das einmal an in Ruhe. Dann haben wir hier von Essence einen Hydrokiss Lippenöl. Schaut auch sehr, sehr schön aus, die Farbe. Aber wenn ich den nicht haben sollte, kann ich mir vorstellen, dass ich ihn mir auch eventuell dann rausnehme. Das schaut sehr interessant aus. Und das Bämmerchen, wie sagt man dazu? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Die Nagelfeile schaut nicht schlecht aus, weil ich habe ja keine Kunstnägel und das kann man theoretisch und praktisch immer brauchen. Und deswegen werde ich mir das jetzt einmal in Ruhe anschauen, was die liebe Beauty XX Place. Die liebe hat nur ein Instagram-Account und deswegen schaut gerne vorbei. Jetzt haben wir die letzte Box, das ist dann die Caro-Box. Hier einmal diese Untertassen. Die habe ich auch von der Pipa Bonus-Box. Auch nicht schlecht, wenn man Besuch hat. Hier hat sie wunderschöne Nägel, die gefallen mir richtig gut, die Farbe. Aber ich habe leider Erfahrungen gemacht, dass mir die Nägel irgendwie am nächsten Tag oder gleich nach 2 Stunden runterfallen. Und deswegen lasse ich sie für jemanden anderen. Dann haben wir hier etwas Eingepacktes von Revolution, diese Brown Palette. Die lasse ich drinnen. Wie gesagt, ich habe jetzt meine Augenbrauen eigentlich eh jetzt gemacht und deswegen werde ich jetzt in den nächsten Zeiten keine Augenbrauen Sachen verwenden, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mir von den Stickers eine rausnehme zum Testen, denn ich hatte letztes Mal von Trend It Up etwas und ja, wie gesagt, testen tue ich immer gerne, damit ich euch auch immer auch weiter Erfahrung geben kann. The Hundreds Nailkutschenöl, haben wir ein Öl, okay. Ein Nagelöl, kenne ich die Marke überhaupt nicht. Dann haben wir hier etwas mit Lavendel, das darf weiter wandern. Ich bin kein Freund von Lavendel. Dann haben wir hier von Lash Lifting die Catrice. Und wie gesagt, ich habe sehr viele Wimpernduschen. Das da weiß ich jetzt nicht, ob ich es mir rausnehmen soll oder nicht, denn ich habe bekommen von der lieben Monika zu meinem Geburtstag dieses Kokos Fresh, das ist ein Cleansing Foam. Ich schaue mal, was sie dafür haben will und wenn es jetzt nicht so teuer ist, nehme ich es mir in Reserve. Hier haben wir etwas von My Little Box, einen Peeling Blue, was ist das? Das ist dein Peeling-Handschuh für strahlende Haut. Aha, das ist so Peeling-Handschuhe. Nicht, weil das soll wieder mal spannend sein für die anderen. Aber eine Nagelfolie und den Kokospray. Schaue ich einmal, was sie dafür haben will. So, ihr Lieben, ich glaube, dass ich alle Proben jetzt einmal rausgesucht habe. Und zwar haben wir hier einmal die Caro, die war ja eh auch jetzt vor der Renate dran. Hallo Mädels, nehmt euch gerne ein Bad und ein Stift Karo. Und zwar hat sie hier von, Moment, ich zeige euch gleich, das ist alles das gleiche. Und zwar von, wisst ihr, wie kalt das ist? Boah, das ist, hat jetzt nämlich der Postler gebracht, das ist eisig, wie wenn es im Tiefkühl jetzt wird. Ihr habt jetzt hier von Kneipp ein Cremebad mit Mandel, Tonka und Kokosöl. Dankeschön, dann nehme ich mir gerne eins raus und ein Kajalstift. Ich schaue jetzt einmal, die Kajalstifte haben jetzt mehrere Farben. Genau, ich werde mir dann einen rausnehmen und ich glaube, dass ich mir den rausnehmen werde. Das ist etwas Metalliges, Türkisblau, Metalliges. Ich glaube, dass ich mir genau den rausnehmen werde. Weil das andere ist zum Beispiel ein Augenbrauenstift, zum Beispiel, wie gesagt, Augenbrauenstift. Aber zum Beispiel, es gibt hier mehrere klassisches Blue, gibt es hier Augenbrauenstifte. Die Augenbrauenstifte von Essence, diese, was ich euch gezeigt habe, habe ich in einen Schokobraun. Leute, die sind wirklich sehr gut. Die habe ich euch schon ein paar Mal auch gezeigt in den YouTube-Shorts. Also die sind richtig gut. Genau, das war mal von der Caro. Dankeschön, liebe Caro. Jetzt kommen wir. Ui, das ist aber süß. Schaut euch ja mal an, wie süß das ist mit dem Einhorn da. Hallo Mädels, für jeden eine Maske oder Augenpads. Okay, das heißt, wir können sich da was jetzt aussuchen. Und ich schaue mir das jetzt einmal gleich an.
Hier hat sie verschiedene Augenpatches und hier hat sie auch verschiedene Masken. Und was soll ich denn am besten nehmen? Ich weiß es jetzt momentan selber nicht. Ich werde das dann spontan entscheiden. Diese Maske natürlich auch sehr interessant ist. Hallo Mädels, für jeden eine Maske, ein Lippenpflegestift. Liebe Grüße und viel Spaß, Johanna. Also bei Johanna gibt es zwei Sachen, was man sich rausnehmen kann. Also wir haben hier eine Lippenmaske von Yuji. Und etwa, ui, das ist auch sehr schön, das ist diese Lips Mecca. Und zwar werde ich mir den Ariel von der Meerjungfrau rausnehmen. Dankeschön, liebe Johanna. Danke, danke für deine Mühe und für deine Goodies. So, ich glaube, jetzt haben wir noch, Moment, jetzt fehlt noch, Beauty Space hat ja jetzt ausgelassen. Genau, hier haben wir jetzt die Caro. Dann haben wir hier jetzt einmal, ich glaube, das ist jetzt die Cordelia Stefanie. Hey Mädels, wünsche euch eine schöne Winterzeit. Nehmt euch gerne eine Tuchmaske. Liebe Grüße, Stefanie. Und hier haben wir die Chai Latte. Super, danke. Da nehme ich mir gerne eine raus. Die sind sehr gut, gerade jetzt auch für den Winter. Chai Latte. Genau, jetzt haben wir hier auch wieder so Proben und die werde ich mir dann irgendwann mal in Ruhe anschauen. Genau, ihr Lieben, wir haben jetzt, glaube ich, noch, fehlt jetzt noch von der Cori Lady. Genau. Hallo Mädels, für jede eine Maske, Lippenpflege, Bussi Pamela. Gut, da werde ich mir auch etwas rausnehmen und zwar nehme ich mir diesen Perl raus und ich nehme mir eine Maske raus und zwar werde ich mich da entscheiden für diese Algengel-Maske Zellerneuerung. Genau, die werde ich mir rausnehmen. Dankeschön, Mädels, für die Goodies. Danke, ihr habt immer wieder super tolle Ideen. Genau, Anne, da kannst du dir auch immer wieder so ein bisschen Inspiration holen, was man so alles so reingibt. So, ihr Lieben, ich glaube, dass ich jetzt mit den Goodies, mit den Boxen durch bin. Ich werde jetzt ein bisschen Bedenkzeit nehmen und werde euch dann alles, was ich rausgenommen habe, werde ich euch dann schön auf die Couch hinstellen zu der Box und auch noch einmal die ganzen, die ganzen Goodies. Ich bedanke mich jetzt auf diese Stelle ganz, ganz herzlich. So, ihr Lieben, jetzt habe ich einen Tag 2 gebraucht, denn ich habe nämlich alles neu sortiert, meine Boxen. Und jetzt habe ich nämlich geschaut und geschaut, ob ich das auch alles ersetzen kann. Und da würde ich sagen, legen wir mal los. Und diese Early Palette, wie gesagt, wegen dieser Farbe wollte ich schon ein paar Mal kaufen. Und ja, sie ist noch nagelneu zu. Werden wir auf jeden Fall in einen Shot testen. Und von La Verde diesen Hydro Gesichtspflegespray hat mich auch sehr interessiert. So, das habe ich mir bei der Johanna rausgenommen. Bei der lieben Beauty XX Place habe ich mir jetzt da und doch dieses Bam mal rausgenommen. Leute, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie das genau heißt. Und von Revolution war so ein türkis-grünes Pigment, was ich auch sehr spannend finde, immer wieder für meine Make-up-Challenge oder für die Shorts. Werden wir auf jeden Fall mal testen. Und bei der lieben Stefanie habe ich richtig viel gefunden und gleich drei Sachen. Einmal von Elf, das ist ein Primer in einer cremigen Form, den Bone Splash, da habe ich mich sehr gefreut. Den helleren habe ich, den anderen habe ich damals bei Müller gar nicht mehr gefunden. Die Mickey Mouse Kollektion war sehr, sehr schnell ergriffen. Und von La Cura haben wir hier so Nachtschwärmer, 7 Tage Ampullenkur und da freue ich mich sehr, denn die wollte ich kaufen und habe es dann doch wieder zurückgelegt, weil ich der Meinung war, ich habe eh so viele. Aber jetzt freue ich mich, dass ich sie irgendwie dann doch jetzt bekommen habe. Genau, bei der Caro habe ich gefunden solche Nägelstickers. Da waren auch einige noch dabei. Ich habe mir gedacht, ich lasse die anderen für die Mädels. Und ich werde mir von Hello Body den im Backup noch einmal nehmen. Und passend dazu habe ich bei der Renate den Hello Body Kokos Cool Spray gefunden. Das dann habe ich dann so quasi ein Set für den Sommer. Und der Kokos Spray, ich liebe den. Also wenn jemand den nicht haben will und ihm jetzt nicht für einen hohen Preis verkauft, kann er sich gerne bei mir melden. Ich habe dann gesehen bei der Renate, da waren von Elisabeth Adrian solche Kapseln.
Hat mich schon ein paar Mal interessiert zum Testen. Und von Medic 8 war das so ein Serum, glaube ich. Davon habe ich mal vom Look Fantastic Adventskalender habe ich mal so ein Serum gehabt. Und ich glaube, das ist auch irgendetwas, so ein Niacinamide oder irgendetwas ist da drinnen. Muss ich mal genau mal durchlesen. Auf jeden Fall war das jetzt meine Ausbeute. Leider habe ich nichts gefunden bei der Cori Lady und bei der Benita, aber das macht nichts, denn ich bin mir sicher, die nächsten Runden wird wieder etwas auch bei denen in Box sein. Genau, ihr Lieben, und der Barbie-Set kommt auf jeden Fall im Einsatz. Den werde ich auf jeden Fall in einen Short Lieben, das testen. Paket geht jetzt das erste Mal zur Reise zur lieben Anne aus Tirol. Liebe Anne, ich freue mich schon. Und ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst mir gerne ein Abo und einen netten Kommentar, da würde ich mich sehr freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das Zebra Trashy ist in the house. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Tagen auch das Wichtelgeschenk zeigen. Auf Instagram heißt ich Lolas Pink Panther, da könnt ihr super gerne mal schauen, was wir uns sich da gegenseitig gekauft haben als Wichtelgeschenk. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, eure Lola.